Ja, mach gleich die ganze Kamera aus. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich spiele jetzt noch einmal, dann spiele ich Monster oder so. Hab ich keinen Bock mehr. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Da habe ich echt keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Also ich lade mir direkt Five Nights at Freddy's 2 runter. Vielleicht ist es einfacher. Aber es soll ja, glaube ich, noch schlimmer sein. Aber ich wollte eigentlich unbedingt in dieses... in das nächste Level dann kommen. Also ich weiß nicht, ob Nacht 5 halt noch gewertet wird dann. Also ob das dazu zählt, ob man das dann auch noch spielen muss. Oder ob dann halt, ob dann halt Schluss ist. Weil ich wollte dann unbedingt, ihr habt ja geschrieben, ich soll da so eine Zahlenkombination eingeben irgendwo. Weiß ich nicht. Müsste ich dann auch, oh Mann, nein. Müsste ich dann auch erstmal gucken, wie das war, was ihr da genau geschrieben habt. Weiß nur, dass ich ja irgendwas eingeben muss und dann komme ich in so ein Level, wo man dann auch irgendwie so Level aufsteigen kann oder so. Was passiert eigentlich, wenn ich hier oben drauf drücke? Hat das irgendeine Wirkung oder so? Scheuchen die da? Oder wenn ich 10-mal draufklicke oder so, kommt Freddy mir ins Gesicht gesprungen. Der Affe. Hey, was ist denn mit Foxy jetzt los? Ich glaube, es ist wirklich so. Je mehr wir die Kameras benutzen, desto inaktiver sind die. 1 Uhr geht ja noch direkt. Machen wir mal hier ein bisschen Terror. So, aber weiter kommen wir hier nicht. Was ist denn das da hinten eigentlich alles? Sind das Fernsehgeräte oder was? Sind die aber ziemlich alt oder sind es irgendwelche Terminals? Ja, ich muss mal hier gucken. Oh nein, jetzt kommt Freddy. Nein, verpiss dich, Alter. Verpiss dich einfach nur. Warte, ich geh. Sagt mir bitte, was war jetzt das scheiß Problem an dieser Runde? Es lief doch alles gut, oder? Komm, ich mach mal eins. Eins mach ich noch, dann reicht's mir für heute, echt. Was ich mir gerade überlegt habe, wir könnten das eigentlich auch mal im Stream zocken. Also wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe ja einen Twitch-Channel, wenn ihr es vielleicht schon mitbekommen habt. Da könnten wir es eigentlich mal so über so einen Livestream machen. Und dann sagt ihr mir nämlich, was ich da machen soll. Und dann zockt man das bis zum bitteren Ende. Natürlich nur, wenn ihr es wollt. Also schreibt es doch mal in die Kommentare. Und dann mache ich vielleicht nochmal so ein Video auf YouTube hier, wo ich das ankündige. Vor allem, was war denn jetzt eben das Problem? Jetzt kam doch hier dieser Scheiß. Ach so, ich weiß, was das Problem war. Was ich eben angesprochen habe, dass ich nicht auf die... an die Tür nicht geguckt habe, wegen den Lichtern, dann springen die natürlich einen direkt ins Gesicht, das was ich gesagt habe. Das war natürlich Bunny, der hier immer um die Ecke guckt. Scheiße, müssen wir jetzt mal drauf achten. Freddy ist nicht da. Chica ist da. Bunny. Okay, also eigentlich alle noch in Position. Eigentlich kann uns niemand ins Gesicht springen gerade. Freddy, der lässt sich sowieso nicht blicken. Der springt einen direkt ins Gesicht. Ohne Vorankündigung. Ist natürlich immer sehr geil. Wenn ihr nicht weißt, wann es kommt. Wo ist denn jetzt hier Chica? Ah, ich ahne schreckliches, warte mal. Nee. Aber der kann ja eigentlich nur von rechts kommen, Chica, oder? Chica kann nur von rechts kommen. Isn't it? Kann auch sein, dass es bei allen so ist, dass wenn die halt, je öfter die halt erscheinen, die einzelnen Animatronics, dass die dann halt auch mehr Schaden machen, sage ich jetzt mal. So, da ist wieder Chica. Bunny ist hier, glaube ich. Jo. Freddy ist wie immer weg, das ist ganz klar. Was ist eigentlich, wenn da Bunny steht in dem Flur und Foxy kommt angerannt. Rempelt der den dann um? Haben wir dann einen ausgenockt oder was? Das wäre mal ganz witzig. 1 Uhr, ey. Pass auf, gleich kommt er. Pass auf, da. Nein. Okay. Also ich würde vorschlagen,
Da war Freddy übrigens. Bunny ist weg. Nee, Quatsch, Chica ist weg. Aber ich würde vorschlagen, dass die letzte Kameraposition immer auf Foxy gerichtet ist, weil dann wissen wir direkt immer, wenn der weg ist, da, also dann kann ich mich schon darauf vorbereiten, gleich die Tür zuzumachen, wenn ich da drauf klicke auf den Flur. Beziehungsweise, was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich, wenn Foxy draußen ist und ich gucke nicht in den Flur, sodass ich den halt nicht sehe, ob er angerannt kommt oder so? Ah, dann muss man mal gucken, hier checken. Hä? Wie? Nee. Hä? Wie? Was? Hä? What the? Hä? Warum kennst du nicht mehr? Mann, was soll denn der Scheiß? Warum war denn diese Kacke jetzt aus? Ey, auf was soll ich denn bitte noch alles achten? Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Dieses scheiß Spiel. Ach, also. Nein! Was ist jetzt passiert? Autoscheiße!